Das ist mein Bauch kurz vor der Geburt mit 130 Zentimetern Umfang und ich wiege ungefähr 93 Kilo. Hier seht ihr ein paar der Dehnungsstreifen, fast schon Dehnungsflecken, die ich in dieser Schwangerschaft bekommen habe. 4 Tage nach der Geburt sieht mein Bauch in etwa so aus. Man sieht schon wesentlich mehr von den Dehnungsstreifen, auch gerade im Nabelbereich, und ich wiege hier noch 88 Kilo. 2,5 Wochen nach der Geburt sieht mein Bauch so aus. Kurz noch etwas zu den Maßen. Eine Woche nach der Geburt hatte ich noch 118 cm Bauchumfang und wog 84,2 Kilo. Das war der Zeitpunkt, wo ich mit der Rückbildungsgymnastik und den Chiasamen begonnen habe. 2,5 Wochen später weiß ich nicht ganz genau, wie viel ich wiege, aber ich habe 109 cm Bauchumfang. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Das, was ihr da gerade gesehen habt, das war mein Schwangerschaftsbauch kurz vor der Geburt. Und dann der Bauch in der Entwicklung in den letzten so 2,5 Wochen. Also die Geburt ist jetzt ungefähr 2,5 Wochen her. Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, dieses Video zu machen. Es ist natürlich eine extreme Überwindung, weil das, was ihr gesehen habt, ist nicht schön. Aber es ist das, was mit einem Körper einer schwangeren Frau passieren kann. Also ich habe auch auf Instagram zwei ganz, ganz liebe Mädels, die waren halt schon vor der Schwangerschaft sehr, 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 sehr schlank und haben entsprechend auch nicht ganz so viel zugenommen wie ich. Und die sehen jetzt nach der Geburt auch wesentlich besser aus als ich jetzt in diesem Stadium. Aber das ist egal. Bei mir ist es nun mal so, ich bin gestartet mit 68 Kilo und hatte am Ende, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich schätze so 93 Kilo. Das heißt, ich habe 25 Kilo in dieser Schwangerschaft zugenommen und das sieht man natürlich auch noch. Und ich will euch einfach zeigen, wie es sein kann, dass man sich dafür auch nicht schämen muss, denn es bleibt ja nicht so. Und ich finde, nach 2,5 Wochen bin ich recht zufrieden, was so die Fortschritte einfach anbelangt. Man sieht einfach, dass es vorwärts geht. Und hauptsächlich mache ich dieses Video, um mich selbst zu motivieren. Weil ich habe euch jetzt gezeigt, wie es jetzt zu diesem Zeitpunkt aussieht. Und ich möchte euch in meinen nächsten Videos zeigen, wie es sich peu à peu verbessert. Und das ist für mich einfach eine Motivation, weil jetzt bin ich euch es quasi auch schuldig, euch zu zeigen, wie es geht, dass es dann am Ende wieder so aussieht wie vorher. Also ich möchte gerne wieder eine 6 davor stehen haben, also paar 60 Kilo wiegen. Aber das Gewicht ist mir dabei gar nicht so wichtig, sondern die Optik. Wenn ich dann wieder mit dem richtigen Sport loslegen kann, werde ich auch meine Maße nehmen. Und da kann man das dann ein bisschen besser vergleichen. Wie gesagt, das Gewicht nehme ich gar nicht so gerne als Vergleichsmöglichkeit, weil Muskeln auch wieder was wiegen und tralala. Was ich jetzt im Moment tue, ist, dass ich natürlich was gegen meine Dehnungsstreifen mache. Dazu benutze ich zum einen B-Oil, das habe ich auch bei Vince schon benutzt und das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Also von den Dehnungsstreifen von Vince, wo ich wesentlich mehr Dehnungsstreifen hatte, sieht man so gut wie gar nichts mehr. Also die sind ganz, 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 ganz hell geworden. Das finde ich völlig in Ordnung. Deswegen benutze ich morgens immer B-Oil. Und abends benutze ich von Vila Tee, die hatte ich euch schon mal gezeigt, das ist diese Vila Tee Body Balance straffender Körperbalsam. Mit hautstraffenden Wirkstoffen aus Mikroalgen, Ackerschachtelhalm, Efeu und Ginkgo-Extrakt. Und das benutze ich dann am ganzen Körper, also an den Armen, am Bauch, an den Oberschenkeln, an den Unterschenkeln, weil ich ja auch so mega doll Zellulite bekommen habe. Und das hier hilft nach dem Abnehmen bei Schwangerschaftsstreifen und Zellulite. Solche Anti-Zellulite-Cremes können funktionieren, müssen nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber einfach unterstützen zu der Ernährung, zu der Bewegung, finde ich es eine gute Alternative. Ich glaube, allein würde es nicht funktionieren. Also man muss schon seine Ernährung umstellen und auch ein bisschen Sport treiben, soweit es eben geht. Und selbst wenn es nicht funktioniert, riecht sie unglaublich gut, ist ungemein pflegend. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Leider ist schon nicht mehr viel drin. Also ich benutze sie jetzt seit 2 Wochen und sie ist ungefähr halb leer.
Und danach habe ich dann aber von Darf was da. Und zwar ist das Derma Spa Straffend Plus Bodylotion mit Satin-Gel. Textur für elastischere, straffere Haut. Also danach werde ich dann das ausprobieren. Das ist das, was ich so gerade für den Körper mache. Ich habe auch immer noch Wassereinlagerungen. Die Hebamme sagt, das kann so 6 bis 8 Wochen, also so wie das Wochenbett ist, dauern, bis auch die letzten Wassereinlagerungen raus sind. Gegen die Wassereinlagerung, meine Mutter hat so eine Vibrationsplatte. Und da lege ich wirklich nur meine Unterschenkel drauf und lasse das 5 Minuten vibrieren. Das soll auch das Wasser nach der Schwangerschaft aus dem Körper abführen. Das mache ich noch ein paar Mal die Woche. Ansonsten habe ich mit Rückbildungsgymnastik angefangen. Ich hatte dazu schon mal was bei Instagram gepostet und da waren die Meinungen, gingen da sehr weit auseinander. Deswegen möchte ich es kurz nochmal erklären. Bei uns hier im Osten von Sachsen, weil ich habe mitbekommen, dass das ein Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ist, also bei uns hier im Osten von Deutschland, ist das so, also ich habe mittwochs wieder entbunden und am Donnerstag kamen schon das erste Mal die Physiotherapeuten zu mir im Krankenhaus und haben Rückbildungsgymnastik mit mir angefangen. Also hier ist es wirklich so, dass man sofort damit beginnt. Ich verlinke euch die Videos, die ich dazu benutze, mal unten in der Infobox. Ich habe auch noch einen Workout für die Arme dabei, was ich jetzt auch ab und an immer mitmache. Und ich versuche das wirklich täglich, diese Minimum 10 Minuten mir zu nehmen. Es ist auch unglaublich entspannt. Nicht nur für die Rückbildung natürlich gut, sondern auch ungemein entspannt. Und das ist das, was ich jetzt an Sport, natürlich nebenbei auch noch Spazierengehen mit Svea, die ersten 6 bis 8 Wochen mache, bis ich dann das Okay von der Hebamme habe. Dann gehe ich zum Rückbildungskurs, der von den Hebammen geleitet wird. Das ist dann einmal die Woche, 10 Wochen lang. Und da starte ich dann auch parallel mit meinem Sportprogramm. Was ich da genau mache, wie ich in den Sport wieder reinfinde, dazu mache ich ein extra Video. Also das nächste Video in dieser Abnehm-Tagebuchreihe wird halt sein, wie ich euch erkläre. Da erkläre ich euch einfach meinen Einstieg, was ich plane. Da zeige ich euch auch, was ich so für Essentials habe, also was an Nahrungsmitteln bei mir jetzt in meinem Haus ist, welche Bücher ich nutze, welche YouTube-Kanäle ich mir ansehe. Da zeige ich euch das alles. Und dann möchte ich euch wirklich an diesem Vorhaben teilhaben nehmen lassen. Ich möchte bis zum Sommer wieder einen einigermaßen nicht straffen Bauch, schlanken Bauch. Beine sind mir dabei sogar noch wichtiger, weil mit den Beinen bin ich gerade noch unzufriedener als mit dem Bauch eigentlich, weil die bei Vince nicht ganz so massig noch waren. Und daran möchte ich teilhaben lassen. Was ich jetzt optisch so ein bisschen noch mache, also ich kann verkünden, dass mir meine Umstandsleggings und auch einige Umstandsstrumpfhosen nicht mehr passen, dass die rutschen. Optisch für den Bauch habe ich noch so ein paar Schummler-Sachen. Das sieht nicht unbedingt schön aus, aber unter den Klamotten sieht es eh keiner. Und zwar ja, presst das Ganze nochmal so ein bisschen zusammen. Das hatte ich bei Vince schon. Und ich habe mir noch ein neues bestellt. Das kann ich aber im Moment noch nicht tragen, weil es noch zu eng ist. Das ist dieses Schwarze hier. Das sieht man auch schon, dass das wesentlich enger ist und das Ganze noch mehr zusammenpresst. Aber es ist zum einen gut für die Rückbildung, zum anderen fühle ich mich wohler damit, weil man da dann schon mal ein paar andere Klamottenteile einfach auch tragen kann. Dann habe ich natürlich angefangen, meine Ernährung wieder umzustellen. Also in der Schwangerschaft habe ich wirklich einfach nach meinen Gelüsten gegessen, die 9 Monate, beziehungsweise auch nicht gegessen, wo mir am Anfang übel war. Und jetzt möchte ich einfach zu meiner alten Ernährung zurückfinden. Also ich mache keine Diät an sich. Ich versuche einfach wieder ganz, ganz langsam, Schritt für Schritt zu meiner ursprünglichen Ernährung zurückzufinden. Ich halte von Diäten überhaupt nichts. Und was ich im Moment ganz, ganz viel nutze, sind diese zwei Bücher. Das ist Chia for Fit und Chia Puddings. Und zwar sind die Bücher beide von Veronika Pichel. Ich verlinke euch die mal unten in der Infobox. Ich habe zu beiden Büchern auch ein ausführlicheres Video auf meinem Buchkanal gemacht. Das ist aber noch nicht online, wenn ihr jetzt das Video seht. Aber ihr könnt ja meinen Buchkanal abonnieren, dann verpasst ihr das Video nicht, wenn euch das näher interessiert. Also im Moment arbeite ich ganz, ganz viel mit Chiasamen, wie gesagt, dass ich halt Mahlzeiten mit Chia koche, backe, anrühre, wie auch immer, um da auch ein bisschen vom Gewicht was zu tun, aber auch vor allen Dingen was für die Entschlackung zu tun.
Aber auch dazu erzähle ich euch im nächsten Video ein bisschen mehr, wenn ich euch dann sage, wie ich Schritt für Schritt auch wieder zu meiner alten Ernährung zurückfinden möchte. Das mache ich jetzt nicht Schlag auf Schlag, das würde bei mir nicht funktionieren. Dann würde ich das ein paar Wochen durchhalten, dann würde ich irgendwie doch wieder in ein Loch fallen. Also ich muss das jetzt peu à peu, Schritt für Schritt, immer wieder was Altes ersetzen einfach. Und auf diesem Weg möchte ich einfach, dass ihr mich begleitet. So sieht mein Körper zum jetzigen Stand aus. Im Sommer soll er bitte nicht mehr so aussehen. Ich hoffe, wir schaffen das zusammen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich ungemein jetzt auf eure Kommentare. Ich hoffe, es kommt nicht irgendwas wie eklig oder wie schrecklich oder wie hässlich bist du. Aber selbst wenn das kommt, ich weiß, wie ich jetzt gerade aussehe und dass es nicht schön ist, aber ich weiß auch, was ich dafür tun möchte und ich bin motiviert. Übrigens, unabhängig von dem Bauch und den Beinen, die nicht so toll aussehen, habe ich jetzt mehr Pickel als in der ganzen Schwangerschaft. Ich sehe furchtbar aus. Also ich habe im Gesicht ganz, ganz viele Pickel, im Dekolleté-Bereich, hinten auf dem Rücken. Ganz, 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 ganz schlimm. Das sind die Hormone. Ich hoffe, das geht auch bald wieder vorbei. Das war mein Video. Ja, ich bin jetzt auf die Reaktion sehr gespannt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.